Der September 2013, er ist Geschichte. Oder sollte ich sagen, Panorama-Monat September 2013 ist vorbei. Ein Grund, ein Rückblicksvideo zu machen über diesen Monat. Und ihr seid auch wieder dabei. Ganz interessiert am Zugucken hoffentlich. Das freut mich auch wieder sehr. Gut, dann starten wir. Was hat sich in diesem Monat alles getan? Das Monat begann mit einer aktuellen Umfrage. Und da konnte man, wenn man sich bei dieser Umfrage beteiligt, das haben nicht alle angezeigt bekommen, nur eine gewisse, die gewisse Voraussetzungen haben, diesen zwischen Level und so weiter und so fort. Sonst, wenn man sich da beteiligt hat, da konnte man auch ein paar Sachen bekommen, jetzt hier als Belohnung sozusagen. Was auch noch fehlte an dem neuen Design ist das Wappeninnenbuch. Das fehlte noch und das wurde jetzt auch den neuen Design angepasst, kam ins Spiel, wurde im Spiel dann Anfang des Monats integriert. Was ist neu? Natürlich kann nicht großartig viel umgerempelt werden, hier, da und dort, aber neu ist eben viele neue Icons, Bildchen, die man nur nutzen kann, wie bei Pflanzen-Events, sonstige Tiere. Hier ist wirklich viel Neues dabei und sonst hat sich eben nicht viel getan. Was will man beim Wappen jetzt hier großartig viel umkrempeln? Kann man ja nicht wirklich. Was ist das hier? Das ist die Schnellaussaat in Farmerama, der Button dazu. Gut, es gibt eine Schnellaussaat. Dann wurde ja mal gesagt, okay, Schnellaussaat, was fehlt da? Was wäre es auch so ganz, ganz toll? Eine Schnellerntefunktion, jawohl. Wurde dann getestet in verschiedenen Ländern, um dann schlussendlich zum Entschluss zu kommen und offiziell mitzuteilen. Nope, nope, liebe Leute, schwingt euch ab, es kommt keine Schnellerntefunktion ins Spiel. Grund ist dafür, weil es zu weiteren vielen Bugs, Problemen und was weiß ich alles führen konnte. Das so, das sind die offiziellen Worte von Big Brent dazu. Gut, wir werden es überleben hoffentlich, aber dennoch finde ich es doch sehr, sehr schade, muss ich ehrlich gestehen, dass man es nicht in den Griff bekommt. Und anscheinend auch nicht wirklich in den Griff bekommen will. Nein, soll jetzt keine Unterstellung sein, aber wenn schnelle Erntefunktion kommt, weniger Ernte gekauft, weniger Geld, bla bla bla, kein Bla. Gut. Dann, was auch kam, gleich am Anfang des Monats, ist der Stallmeister, und zwar mit zwei neuen Stellen, diesmal im Gepäck. Zum einen der Mausstall, cool, das ist, kam jetzt hier nicht unbedingt so mega überraschend, weil eben Maus, da wurde schon öfters, war bei vielen Sachen oben, und jetzt, dass ein Stall noch fehlt, das war auch klar, kam jetzt der Mausstall, das ist ja sehr süß. Übrigens würde ich euch nicht empfehlen, den neben den Katzenstall zu stehen, das kann richtig böse ausgehen, also, ja. Den Spaß beiseite, aber was sehr überraschend kam, ist der Waschbärstall. Der kam nämlich bei Stallmeister ins Spiel. Eigentlich hieß es ja, also nicht offiziell, aber gerüchteweise soll ab Level 85 nutzbar sein. Kommt dann mit den Upgrades 1 gelb und 2 orange ins Spiel und Werkstufe Level 86. Jetzt wurde es der angekündigte Stallmeister, das war auch ganz witzig, das kann ich jetzt auch schnell erzählen. Angekündigt Stallmeister war dabei Waschbär alle, was? Oder zumindest ich und vielleicht noch ein paar. Was, wie, wo? Waschbär dabei beim Stallmeister? Dann K, da wurde die offizielle Ankündigung rausgenommen. Da dachte ich, okay, na gut, war wohl jetzt ein Fehler, wussten das vielleicht nicht jetzt hier. Und dann kommt die offizielle Ankündigung und dann steht nicht Waschbär dabei. Aber dann kommt 2 Stunden später nochmal die offizielle Ankündigung zum Stallmeister-Day und da war der Waschbär wieder dabei, komplett überhaupt nichts anderes dabei. Vielleicht wurde spontan jetzt entschieden noch, doch der Waschbär dabei, ich weiß es nicht, aber jetzt bin ich gespannt, wie die Upgrade-Stelle dann ins Spiel kommen. Und Werkstube immer nur gut und logischerweise dabei war dann auch ein Mega Payday. Dann, was ist denn das? Lunarama-Sticker, das Alien-Event 2013, Ende der Jahr, Anfang des Monats. Und da war, hatte man nicht mal die Möglichkeit, den Sticker zu erspielen. Den seht ihr hier, das Schweinchen hier. Sieht echt genial aus. Und MA wurde dann nachgebucht und zwar bekamen diesen alle, die das Event begonnen haben. Gut, dann geht's weiter mit dem fröhlichen Feldernte-Tag. Der fand auch wieder statt. Da gab es Doppel-DP auf die ganzen Pflanzen, wenn man diese eben aberntet. Dann geht's weiter, 9. bis 15. September. Es war wieder einiges los und zwar diese zwei Tierchen hier, die da schon mal am unteren Rand hier entlang gelaufen sind, wurde noch klar, was daraus wird. Und zwar einerseits ein Event, ein Versteckspiel-Event, da kommen wir gleich dazu. Aber vorher auch noch hier das Item, das ihr jetzt hier seht, das konnte man kaufen für 1,99 käuflich erwerben. Und wenn man es kauft, hatte man auch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, um Premiere-Karte zu gewinnen. Und dann, weiß nicht was, eben das, den Film vor allen anderen zu sehen. Ich habe nicht gekauft, ich brauche nicht. Was ist das nächste hier? DLSDT, CC64 und so weiter und so fort sind die Führenden der EP-Liste. 180. Level 180? Ja, jawohl, die Levelkurve, die wurde auch erweitert und zwar auf 200 Level. Ab jetzt geht das eben bis 200 Level.
Ja, allerdings leider kam nichts auf Anhieb hier Neues. Bis dato jetzt auch noch nicht immer irgendetwas Neues. Nur eben Level 200 weiter, aber kein neuer Baum, Stall oder sonst irgendwas, sondern nur das Level. Das ist ja so viel dazu. Dann fand auch wieder ein Happy Stable Day statt. Glücklicher Stalltag, doppelte P auf die Stelle. Oder wenn man kauft Classic Plus oder Ranger 2, erhalte man einen weiteren gratis dazu. Ob das wirklich so viele machen, wage ich zu bezweifeln. Gut, dann gab es auch wieder User-Fragen und Big Point Antworten zu verschiedensten Themen, warum es so viel Bugs gibt und auch warum so selten Gift und Trade ist und so weiter und so fort. Das könnt ihr nachlesen. Kurz zusammengefasst: Bugs ist, weil so viele unterschiedliche Programmierer waren und das soll das alles so kompliziert sein und das ist nicht so einfach und deswegen will man einen bugfreien Gift und Trade liefern, deswegen ist das so selten und so weiter und so fort. Mal gucken, wenn der dann wieder ist. War ja leider nicht im September Gift und Trade. Vielleicht, hoffentlich, einmal gucken, ist er dann im Oktober. Was natürlich nicht fehlen darf, muss man eigentlich schon sagen, in jedem Monat ist ein Baby Boom Day und die dazugehörige Superfutter-Sparaktion fand auch diesmal wieder statt. Baby Boom Day 1 nach der Straußenzucht, sozusagen. Also keine neue Zucht logischerweise dabei, denn beim vorletzten Baby Boom war die Straußenzucht. Mal gucken, wenn das nächste Zucht hier wird. Dann geht's weiter, und zwar kam endlich nach dem Waschbär auch endlich mal kam nach so langen Wochen von Rätselerei, wie kommt der, wann kommt da, kam auch der Bahamarama Hafen endlich ins Spiel. Bahamarama Hafen, hier ein kleines Bildchen dazu, den muss man sich eben in der Tempelkammer 8 im Affentempel freischalten und dann auch noch eine Quest erfüllen. Und dann kann man diesen jetzt hier bekommen, benötigt einige goldene Bananen, ich habe ihn persönlich auch noch nicht, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr ihn denn schon? Dazu gab's, wie könnte es anders sein, zu einem großen neuen Feature, das kommt auch gleich, ein paar Problemchen dazu. Affentempel war nicht mehr betretbar, da bei der Quest und hier und da und dort gab es eben ein paar Probleme, aber von weitem ja nicht so schlimm wie bei der Einführung vom neuen Bahamrama. Naja, wenn man so sieht, es war eine Besserung, sagen wir mal so. Dann fand auch wieder eine Gruselnacht natürlich statt, das ist sowieso ein Muss, da brauche ich, denke ich mal, nicht so viel erzählen. Eine tolle Susi-Super-Dünger-Sparaktion und dann kam eben das Versteckspiel-Events, wo wir Karotten, hier diese Karottchen in verschiedenen Größen der Stadt suchen mussten, so wie bei den Ostereiern damals. Und dann konnte man sich recht coole Dinge jetzt hier spielen. War wirklich ein tolles Event, wie ich finde. Auch klasse, muss ich sagen. Finde ich, dass Laird Hamilton endlich wieder zurück ist. Daumen hoch dafür, wer das gut findet. Und jedenfalls kam er nicht allein, sondern er kam auch gleich mit zwei neuen Kunden zurück ins Spiel. Die kamen neu. Und der Hamilton eben zurück, der war ja verschwunden sozusagen, jetzt ist er wieder da, Bahamarama Kunde, da kann man auch richtig viele EPs bekommen. Die muss man sich jetzt hier, die zwei neuen in der Tempelkammer 1, glaube ich, kann man sie diese eben freischalten, natürlich für goldene Bananen, für Golden Bananas, wie ich immer sage. Dann gab es auch eine Änderung bei einigen Items, wie Samba Schaf, wie hier Amazonas Schaf, welches ihr hier seht, oder Wehmballon, botanischer Garten, die man eben früher oder die man immer schon auf Bahamarama aufstellen konnte. Die gaben dann, obwohl man sie auf Bahamarama hatte, Farm Erfahrungspunkte. Dies wurde umgehend, und nun bringen sie auch Bahamarama Erfahrungspunkte, wenn man sie eben auf Bahamarama aufgestellt hat. So, sehr gut, haben wir das auch geschafft. Dann Oktoberfest Event 2013 im September, wie es eigentlich immer ist, logischerweise fast Tradition. Kam natürlich auch, fand natürlich auch wieder ein Event im Farmarama statt. Ja, wie gewohnt, muss man leider sagen, mit zwei Wendpflanzen und mit einem Drop-Item und dann aber sehr gute Sachen gespielt. Erntehelfer-Tag war auch wieder und man konnte auch nochmal die Spieluhr 1 und die 2 nochmal kaufen für jeweils 100 Tulpguten. Das haben sich einige User gewünscht, deswegen ist Big Point auch freundlicherweise darauf eingegangen. Und ja, gut, ich habe ja vorher schon beide gekauft, wie sah es denn bei euch aus? Würde mich mal interessieren. Dann, weiteres Thema wäre das Frankreich-Event 2013. Hä? Frankreich-Event 2013, wurde das nicht auf Eis gelegt? Jawohl, wurde es auch, war eben damals, als das neue Bahamarama kam, sollte kurze Zeit das Frankreich-Event stattfinden, weil es eben so viele Probleme gab und dass es nicht zu noch mehr Problemen kommt, wurde das auf Eis gelegt. Und nun kam es allerdings aber eben nur über eine französische IP-Adresse oder nur die Franzosen konnten diese spielen und über eine französische IP-Adresse konnte man dies auch sich beim Event beteiligen. Ja, dann fanden, wenn man so sieht, drei Events gleichzeitig statt mit Versteckspiel, Oktoberfest und Frankreich-Event. Das war auch noch nie in der Farmarama-History, soweit ich weiß. Also wirklich auch nicht schlecht.
zu den, wenn wir schon bei Events sind, zu den Kainohasen 2er-Küken, also beim Versteckspiel-Event. Dazu gab es auch ein offizielles Gewinnspiel, wo man Plüschtiere gewinnen konnte und andere tolle Sachen. Dann kam auch ein Trailer zum neuen Bahamarama Hafen. Der Trailer ist auch meiner Meinung nach echt genial. Und dann mein persönliches Highlight natürlich wieder in diesem Monat war die Superdünger-Sparaktion, wo ich nicht zugeschlagen habe. Ne, Spaß beiseite, aber die war auch, ja, man muss sagen, nur einmal in diesem Monat. Gefühlt ist die ja jede Woche, jedes Wochenende. Aber so oft ist sie auch nicht mehr. Dann nähern wir uns schon dem Ende des Monats. Und das geht aber schnell. Und zwar Shop Sale war dann nochmal. Ende des Monats war wirklich wenig los, muss ich sagen. Shop Sale eben auf den meisten auf einige TK-Artikel zum halben Preis zu werben. Habe ich nicht zugeschlagen. Habt ihr denn zugeschlagen? Nun kann man die Big Point Game Cards. Ist nun erhältlich. Big Point Game Card, was ist das genau? Wenn man so sieht, kann man sagen, es ist eben wie eine Paysafe-Card, die kann man eben kaufen, aktuell nur im Wert von 15 € und nur in Deutschland. Und in Frankreich wird er natürlich mit der Zeit auch in anderen Ländern zu kaufen sein, aktuell eben nur im Wert von 15 € und die kann man dann in allen Big Point-Spielen natürlich verwenden, um Sachen zu kaufen, um TG zu kaufen, da, um, weiß ich nicht, in einem anderen Spiel das zu kaufen und so weiter und so fort. Dann war auch noch der Erntehelfer-Monatspaket wieder vergünstigt zu kaufen, anstatt von 15 für noch 10 €. Ja, und ich habe die letzten zweimal hier zugeschlagen, diesmal schlage ich gar nicht zu beim Erntehelfer-Monatspaket. Ja, ich mein, gedacht, ich komme da nie wieder weg dann von den Drum, aber schaffe ich es dann anscheinend doch. Habt ihr denn zugeschlagen? Ja oder nein? Gut, und damit wären wir mit dem Monat durch. Und was kann man schlussendlich sagen für diesen Monat als Fazit? Es kam ein großes Feature mit dem Bahamarama Hafen, das ist sehr schön, dann eben wieder die gewohnten Sachen, die eben eigentlich jedes Monat sind, mit Baby Boom Day, mit ja, Stallmeister oder Setzlinge, die wechseln sich ja jeden Monat sozusagen ab. Dann wieder ein Shop Sale, der war natürlich die Sparaktionen, die es auch wie immer wieder gibt und so weiter und so fort. Also man kann sagen, ein Durchschnittsmonat mit drei Events. Schlussendlich, es war ja eigentlich angekündigt, es kommt ausschließlich Oktoberfest. Aber wenn man es so sieht, eben dann kam überraschend noch Versteckspiel-Event dazu. Das war ja nicht im Eventkalender. Zuerst dachte ich, oh, nur Oktoberfest, boah, das wird fast ein langweiliges Monat jetzt hier. Aber dann kamen eben noch so viele andere Sachen wie Versteckspiel-Event und dann, wenn man so sieht, auch Frankreich-Event. Von daher, wenn man denkt, es wird langweilig in Famarama, was lernen wir heute daraus? Es wird nicht langweilig. Das ist der Schlusssatz für das heutige Video. In den nächsten Tagen kommt dann noch wieder ein Vorschau-Video auf den Monat Oktober. Guckt auch dann wieder rein, das würde mich freuen. Danke für diesmal zum Zuschauen und bis zum nächsten Mal.